Herzlich willkommen zum Zimmerduell, heute mit Jill und Lynn. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank. Ja. Dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Wer ist die größere Schlafmütze? Erste Übereinstimmung, sehr gut. Wer kann besser singen? Oh mein Gott. Ah, leider keine Übereinstimmung. Oh, ja, Schatz, nee. Natürlich. Ist doch lieb, ich oder? Beide. Ach so, ja, nein. Wer ist Social Media süchtiger? Nächste Übereinstimmung. Wer würde eher in einem Reality-TV-Format mitmachen? Welchen würdest du denn da gerne mitmachen? Oh, Love Island! Nein, würde keiner, aber ich denke von uns beide dann. Ja, sie natürlich. Dann ich, aber nein, danke. Aber sonst nein, danke. Nee, nee, nee. Wer hat die besseren Skills auf der Tanzfläche? Ja. Ah, das kam schnell, ist auch die nächste Übereinstimmung, sehr gut. Aber Lynn ist auch nicht schlecht, ne? Dankeschön. Lynn ist auch nicht schlecht. Dankeschön, aber Joe ist, ja, ein Schritt besser, denke ich. Oberste Regal und dann ist halt schwer, noch besser zu sein, ne? Ja. Genau. Wer ist stylischer gekleidet? Ja, wir haben einen eigenen Style, also. Genau. Wir machen, ja. Ich auch. Nächste Übereinstimmung, sehr gut. Wer kann besser einparken? Einparken? Ja, ein mit dem Auto einparken. Oh, oh. Now. Hm? Was meinst du? Nou, ich denke beides nicht so gut, aber. Nee, einparken. Vielleicht Lynn. Ich nicht auf jeden Fall. Nächste Übereinstimmung. Ach, okay. Na, ein bisschen besser dann. Aber beides nicht so gut, oder? Nö. Ist auch egal. Ja, ja, Hauptsache das Auto steht ich drin. Stay einfach und tschüss. Ja. Und tschüss. Bei mir muss auch der Parkplatz groß genug sein, dann geht das schon. Mhm. Wer hat mehr Kosmetikartikel dabei? Nächste Übereinstimmung, sehr ja, gut. Ja, beide nicht so viele, aber dann ich. Wir machen beide nicht so viel, nein. Wer ist der größere? Wenn Natural Beauty, weißt du? Ja, sieht man ja hier auch eindeutig im Video. Aber du auch. Ah, oh, okay, ja. Wer besitzt mehr Schuhe? Nächste Übereinstimmung, sehr gut. Easy. Easy game. Wer meckert mehr? Ja, das ist mein Hobby. Das ist echt so. Das fühlt einfach, fühlt sich gut an. Meckern fühlt gut an. Über was meckerst du? Alles. Echt alles. Wirklich alles. So, ja. Aber ich bin Spaß. Person, also ich mecke, aber ich meine es gar ja, nicht. Ja, um Spaß. Du meinst es nicht böse dann? Nein. Genau. Ja, dann ist doch gut. Ja. Wer ist die pünktlichere? Ja, beides. Ah, leider keine Übereinstimmung. Nein, es ist beide, aber es ist auch so. Ich bin pünktlich. Ich sorge dafür, dass du pünktlich genau. bist. Genau. Aber wir sind beide pünktlich. Ja. Am aber Ende. Hier ist das im Trainingscamp, aber wenn wir zu Hause ja, sind, ich denk auch bei. Ja, eigentlich ich dann. Okay. Wer ist der größere Sportfreak? Nächste Übereinstimmung, sehr gut. Ja, Dennis, auch du lest und guckst auch alles. Genau. Das habe ich nicht. Aber ich denke, ja, Sportsfreak, wir sind als beide natürlich, ja, aber ja. Von allen Sporten vielleicht. Und ich, ein bisschen mehr. Im Bad ist eine Spinne, wer kümmert sich darum? Oh. Ich nicht. Sehr gut, nächste Übereinstimmung. Sie ist, ja. Sie weint. Sie weint. Wer kann besser kochen? Ah, Lynn sieht sich hier etwas vorne? Nein, no, denke ich nicht. Ich denke es nicht leicht. Ich denke, wir aber sind hast du dich eben? Hast du eben gemacht? Ja, ist okay. Beides. Wissen wir eigentlich gar nicht. Nein. Ihr wisst es gar nicht, wer besser kocht? Nee, wir nein. Zusammen. Wir gehen dann nach Italien oder L'Osteria oder so und etwas zusammen machen. Na ja. Gut. Ich kann machen, was ich will, aber. Genau. Ob es gut ist, keine Ahnung. Wer ist emotionaler? Oh. Nächste Übereinstimmung, sehr gut. Mhm. Und letzte Frage, wer war besser in der Schule? Was? Ah, leider keine Übereinstimmung. Ich hab VWO, jo! Jij hebt VWO gedaan? Ich hab VWO gedaan! Ich hab HAVO-VWO gedaan. Ja, und toen? HAVO. Ja, omdat ich auf der Sportschool zat. Heb jij VWO gedaan? Und toen? HAVO daarna. Ja, what the fuck! Das
hetzelfde. Ik toch ook? Wat heb jij gedaan? Je hebt jullie jezelf gedaan, of niet dan? Hè? Je hebt jezelf gedaan. Nee, ja. Leider keine Übereinstimmung. Ja, ich glaube dann anscheinend, ich wusste nicht, dass Lynn das gleiche Niveau wie ich gemacht habe. Aber ja, dann sind wir auf das gleiche Niveau. Ja. Also eigentlich seid ihr gleich, aber habt euch... Ja, wussten wir gar nicht. Nein. Dann habt ihr auch aus diesem Zimmer... Das ist doch egal, die Schule. Nein, Spaß. ...noch Kenntnisse mitgenommen. Dann genau. Vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen, ja. Und weiterhin viel Spaß im Trainingslager. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.